Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Vlog. Ja, und wir fangen an mit dem Aufreger des Monats. Und der Aufreger des Monats für mich diesen Monat, He-Man. He-Man kommt wieder. Und zwar wurde angekündigt, dass Netflix eine Animationsserie macht im Anime-Style. Und zwar produziert von Kevin Smith unter anderem. Na, also der ist da zuständig für. Kevin Smith kennt ihr, das ist Silent Bob. Na, und Regisseur vieler großartiger, abgefahrener Filme wie Mallrats, Clerks, Jay und Silent Bob schlagen zurück. Na, und jetzt auch dem Jay und Silent Bob Reboot-Movie und so seltsamen Filmen wie Tusk. Na, und so Kultperlen wie Red State und so weiter. Also der hat schon so einiges gemacht, der Kollege. Und er ist Fan und dementsprechend wird das entsprechend auch passen mit dem Source-Material. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Es kommt irgendwas raus, es wird irgendwas angekündigt, was Leute nostalgisch betrachten aus der Vergangenheit. Und wenn sowas passiert, passiert eigentlich immer Folgendes. Es ist noch nicht mal ein Bild zu sehen gewesen, sondern es gab eine Texttafel, wo drauf stand, was stand genau drauf? He-Man ist verschwunden und Teela muss nun... entschuldigt bitte. He-Man ist verschwunden und Teela muss nun das Geheimnis des Zauberschwertes ergründen. Und da haben die Leute sofort gedacht, dann ist das ja eine Serie über Teela, das finde ich doof. Ach, Leute, es ist eine Texttafel, es ist der Aufhänger für die Geschichte. Und ja, vielleicht zentriert sich das Ganze anfangs auch ein bisschen auf Teela, die da ein bisschen was macht in der ersten Folge. Aber Leute, gebt dem Ganzen nochmal eine Chance. Erstens, Kevin Smith ist dabei, schon mal ein Garant dafür, dass da auf jeden Fall cooles Zeug passiert. Zweitens, ich habe allererste Bilder gesehen von Concept Arts für diese Serie. Sieht fantastisch aus, dieser Anime-Style ist nicht verkehrt dafür. Na? Drittens, das Ganze soll natürlich auch nicht exakt sein wie die alte Serie. Es soll eine Fortführung der alten Serie sein. Im Prinzip The New Adventures of He-Man, zack, gibt's nicht. Sondern es setzt genau da an, wo die klassische Filmation-Serie aufgehört hat. Und das ist doch in Ordnung. Da wartet doch erstmal ab, bevor was kommt. Seid doch nicht immer gleich so drauf. Das war bei She-Ra ganz genauso. Gut, bei She-Ra meckern sie auch jetzt im Nachhinein noch. Was ich total schrecklich finde, denn She-Ra halte ich für eine der großartigsten Kinderserien oder Serien für junge Teenager, die es überhaupt gibt. Das ist eine fantastische Zeichentrickserie und ich liebe sie sehr. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Ne? Ist das vom Design her ein bisschen neu, anders. Ne? Aber es ist halt auch nicht für die Leute, die damals die alte Serie toll fanden. So ist das einfach nicht. Dafür ist das nicht gedacht und das kann jetzt natürlich auch passieren. Aber gebt dem Ganzen nochmal eine Chance. Seid doch nicht immer von vornherein so voreingenommen. Eure alte Serie nimmt euch keiner weg. Die ist immer noch da. Die könnt ihr immer angucken, jederzeit. Und ich sage euch das. Schaut euch mal die alten Masters-Folgen an. Das ist kaum zu ertragen. Ich kann da eine Folge von gucken oder zwei, da muss ich ausmachen. Weil mir das war. Keine Charakterentwicklung, immer diese Moral am Ende, die dann halt so aufgesetzt auch wirkt. Und vor allen Dingen, ja, wir müssen es extra ans Ende nochmal so setzen, damit es erwähnt. Die Serie damals ist in der Nostalgie toll, ne? Weil wir die Figuren toll fanden, weil wir das damals gesehen haben, wo wir klein waren und beeinflussbar. Ne? Ich persönlich bin zum Beispiel bei Masters viel größerer Fan von den Hörspielen, weil die Geschichten in den Hörspielen in meinen Augen teilweise erheblich besser waren als die Storylines, die sie für die Filmation-Zeichentrickserie gemacht haben. Aber gut, vielleicht stehe ich da alleine da, aber das ist ja dann auch meine Sache. Ich freue mich auf die neue Serie, ich gebe der ganzen Sache auf jeden Fall eine Chance und wenn ich dann so Sätze höre wie, das ist nicht mein He-Man oder das ist nicht so wie früher, ja, dann schaut euch doch die alte Serie an. Mensch, es wird das nicht nochmal geben in dieser Form. Und die Sachen sind auch nicht nur für euch. Klar, natürlich muss man auch ein bisschen Fanservice machen. Deswegen sind die Charaktere auch alle so wie früher. Aber das Ganze muss natürlich die Leute ansprechen, die heutzutage sich solche Sachen angucken. Und das sind unter anderem auch die Kids, die wieder dran geführt werden sollen. Guck mal, die Turtles haben es doch vorgemacht. Wie viele Versionen von den Turtles gab es im Laufe der letzten 40 Jahre, so halbwegs? Naja, 30 oder so. Na, es gab zig Varianten und alle hatten was für sich. Selbst die Bay-Turtles waren, zumindest der erste Film, auf seine Art irgendwie doch unterhaltsam und erfrischend irgendwie, fand ich. Na, gut, das ist kein guter Film geworden in dem Sinne. Genau wie die Transformers-Filme an sich keine guten Filme sind, na, wenn man das dann wieder vergleicht. Aber zumindest muss man sich das doch mal angeguckt haben. Und ich glaube, He-Man wird großartig und auch der neue He-Man-Film wird fantastisch. Und gebt dem Ganzen noch eine Chance. Seid doch nicht von vornherein so... Boah, wenn ich das im Internet lese, das ist so toxisch. Die Leute haben... Boah, da kriegst du echt schon schlechte Laune, wenn du das nur liest. Und denkst, ja, mein Gott, ihr habt noch nicht ein Bild gesehen, aber seid schon am Jammern. Na, dann geht doch in den Keller und guckt euch die alte Serie auf VHS am besten noch an. Oder Betamax, wenn es das gibt. Keine Ahnung. Schließt euch ein und spielt mit eurem He-Man und freut euch einen Keks. Weil,
Na, nur im gestrigen Leben. Ich bin selber ein riesen Nostalgiker und ich liebe die Sachen von früher. Aber ich bin super aufgeschlossen für neues Zeug und ich freue mich richtig drauf, dass es da eine Serie gibt. Gut, in diesem Sinne haben wir das Thema dann auch abgehakt. Was habe ich wirklich ausdrücken wollen? Gebt den Sachen eine Chance. Das war im Prinzip die Moral. Das mache ich jetzt auch wie bei den He-Man-Folgen von früher, von wegen, gebt neuen Dingen auch mal eine Chance. Lehnt nicht immer gleich alles ab, was neu und anders ist. Denn es könnte sein, dass ihr wirklich tolle Dinge verpasst. Und das will doch niemand, oder? Gut, aber jetzt machen wir weiter. Nächstes Thema. Was habe ich denn? Der Pop des Monats. Und den seht ihr die ganze Zeit schon da stehen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr schon erkannt habt, was das ist. Es ist der Kollege, der montags hasst wie Pest. Garfield. Und zwar der Funko Shop Exclusive Garfield. Und der Sticker ist natürlich super platziert, weil er genau vor dem Becherchen ist, ne? Vor der Tasse. Ich mache das, was viele Leute sich nicht trauen. Ich hole den Pop raus. Das ist nämlich immer so eine Sache. Ja, die Leute, doch, man kann den Pop rausholen. Das ist möglich, die Pops sind nicht verschweißt. Man kann die rausholen und kann sie sich angucken, na, und kann die mal begutachten und gucken, wie die so aussehen. Und na, links und rechts und vorne und hinten. Ich muss sagen, na, egal was man von Animationspops halten mag, so die Simpsons sind zum Beispiel teilweise optisch sehr fragwürdig, die Garfield-Pops sind fantastisch. Das überträgt sich richtig, richtig gut. Na gut, jetzt ist die Kopfform auch nicht perfekt Funko-Pop-mäßig, aber schon sehr ähnlich. Aber das passt ja auch. Die alten Garfield-Comics waren ja auch so. Na, wenn die jetzt hier nur weiße Augen mit Punkten hätten, na, dann wäre das eine perfekte Figur zu Garfield. Finde ich großartig, richtig, richtig gut gelungen. Ich erinnere mich dran, ich hatte damals auch massenhaft so kleine Figuren, ich weiß nicht, ob die auch von Schleich waren oder Bulliland, ich glaube Bulliland war es, von Garfield und die ganzen Fritz-Sticker an der Wand. Garfield, ich habe massenhaft Comics, habe die gerade erst wieder rausgekramt. Garfield ist für mich eine ganz wichtige Figur in meinem Leben gewesen in jungen Jahren, weil selber Zeichner hier und das war sehr beeinflussend. Ne? Und auch seine Attitude im Prinzip bis heute übernommen. Ja, die Figur ist nicht perfekt, hier sind so kleine Fehlerchen drin, ihr seht das hier vielleicht da. Ne? Und das aber ganz normal, das finde ich super. Also das ist ein wirklich toller Pop. Bisschen schade ist, dass die Farbe vom Körper nicht die Farbe vom Kopf ist. Das liegt aber daran, dass der Kopf wahrscheinlich leicht durchsichtig ist und deswegen ein bisschen anders scheint. Aber es ist ein toller Pop. Für mich eindeutig der Pop des Monats. Gibt es momentan noch, beispielsweise bei EMP zu bestellen. Die sind ja jetzt der Funko Shop Europe und sind auch sehr schnell mit dabei. Das heißt, das dauerte glaube ich keine 2 Wochen, bis der aus den USA hier in Deutschland dann war. Sozusagen, also in den USA im Funko Shop, 2 Wochen später bei uns, also richtig schnell gegangen und ich finde den Pop richtig toll und zusammen mit dem Odi ist dieser Pop einfach ein Muss für Zeichentrick- und Garfield-Fans. Ich stelle den auch jetzt extra hier mit hin. So, jetzt machen wir weiter. Was haben wir noch? Ja, Spoiler für meine Lootbox für Oktober. Habe jetzt gar nichts vorbereitet, habe jetzt gar nichts da. Was spoile ich denn mal? Was spoilere ich mal für den Oktober? Ich spoilere euch den Artprint. Und ich blende den einfach hier mal ein. So, da ist er jetzt eingeblendet. Das ist der Artprint aus der Oktoberbox. Ihr könnt ihr theoretisch bei mir noch bestellen. Ihr wisst ja, Silent Mike Lootbox, ne? Die Details, die blende ich jetzt mal ein. Ne? Das Bild habt ihr jetzt ja gerade schon gesehen. Das sind die Details für die Lootbox. Für die Oktoberbox, die ist im Prinzip auch schon so gut wie ausverkauft, denn das war die Horrorbox. Na, eigentlich gibt es da keine mehr von. Ich könnte noch die eine oder andere nachlegen. Wenn ihr noch Bock habt, dann kann man das machen. Ansonsten könnt ihr jetzt bei mir schon die Novemberbox bestellen. Und in der Novemberbox sind interessante Themen verbaut. Was habe ich drin? Die She-Ra Netflix-Serie hat einen Auftritt bei mir in der Novemberbox. Resident Evil hat einen sehr prominenten Auftritt in der Box. Was ist noch drin? Was habe ich noch für Themen? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Lord of the Rings ist mit dabei. Alf ist mit dabei. Ja, den alten Alf mal wieder ausgegraben. Das passt ja auch gut zu dem Garfield hier. Wen haben wir noch dabei? Dunkle Kristall. Und so weiter. Kiss. Kiss ist auch mit dabei. Und natürlich mein kleiner Funky. Der ist immer mit dabei. Na, und es lohnt sich. Auf jeden Fall. Ne? Price Details seht ihr dann jetzt hier eingeblendet und so. Und wie ihr die bestellen könnt. Hier unten, das ist die E-Mail, an die ihr schreiben könnt, wenn ihr so eine Box haben wollt. Lohnt sich immer, macht immer Spaß. Ich zeichne die Sachen alle selbst und das ist dann in Kleinstauflage produziert und dementsprechend ist das schon eine ziemlich witzige Sache. Und die Novemberbox wird wieder ganz, ganz großartig. Also wenn ihr Interesse habt, gerne schreiben, na, und könnt die Box dann kaufen. So, kommen wir zum nächsten Shopping-Thema und zwar Loot Store hat T-Shirts mit Funky-Motiven drauf.
Das sage ich jedes Mal, das wusstet ihr vielleicht auch schon. Das könnte sein, dass jetzt demnächst wieder das eine oder andere neue ist. Beispielsweise ein Item aus der Oktoberbox könnte jetzt ein T-Shirt gewesen sein, wer weiß. Und dieses T-Shirt ist vielleicht, jetzt spoilere ich sogar noch mehr, auch dann jetzt schon die Tage im Loot Store zu bestellen. Das ist eine coole Sache. Na, T-Shirts immer gern gesehen und die sind echt cool. Weil was ich cool finde, ist, dass er halt eben nicht nur mit 7 Farben arbeiten muss, sondern halt die ganze Farbpalette nutzen kann. Und das ist richtig, richtig geil. Deswegen sehen die T-Shirts vom Motiv her auch immer sehr, sehr brillant aus. Und ich kann mich da voll austoben. Das mag ich sehr. Dementsprechend coole Sache. Also wenn ihr da Bock drauf habt, beim Loot Store, unten im Index ist auch die Adresse verlinkt. Sowieso bei mir in der Videobeschreibung. Da könnt ihr da mal vorbeischauen und könnt euch ein schönes funky T-Shirt holen. Oder ein anderes, da sind richtig coole Sachen dabei. Kommen wir zum Let's Taste Part des Vlogs und den habe ich natürlich vorher schon aufgenommen. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, wo er jetzt gleich kommt, links oder rechts, ich keine Ahnung. Das ist immer falsch, wenn ich jetzt nach rechts gucke, dann guckt der zuerst nach links und umgekehrt. Der blöde Vergangenheits-Mike. Ich könnte ja auch vorher nachgucken und das dann entsprechend anpassen, aber das wäre ja jetzt, das wäre ja zu viel Arbeit. Deswegen, Let's Taste Part, Kolibri-Wasser aus der Degusta-Box. Der Wahnsinn. Müsst ihr gesehen haben. Kardamom und Chili. Ich weiß ja nicht. Kolibri-Wasser. Ja, ich hab's versprochen und ich werde es einhalten. Ich guck mal, wie das so geht. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir werden das rausfinden. Ich weiß nicht, ob ich das noch öffnen muss hier. Wahrscheinlich nicht. So, hier kann man es aufmachen, das Wasser. Ich hoffe es zumindest. So. Das Prinzip hier ist, dass man sich die Süße, wenn es dann was Süßes ist, oder die Menge an Inhaltsstoffen hier ein Stück weit selber bestimmen kann. Das heißt, ich packe das da jetzt drauf und drücke da oben drauf und... Oh. Dann passiert ganz Schlimmes. Ja, das soll eigentlich nicht so passieren. Super, ganz toll. Eigentlich sollte das nicht so sprudeln, hieß es. Das funktioniert ja großartig. Gut gemacht. Na? Also das ist echt witzig. Eigentlich sollte das nicht so hoch sprudeln. Finde ich jetzt gerade ziemlich blöd, dass es das tut. Und da kann man halt die Menge des Geschmacks beeinflussen. Ich mache mal so, jetzt habe ich knapp über die Hälfte gemacht. Mir läuft das Ganze hier nur runter. Das ist ein bisschen blöd, deswegen muss ich hier mal trusty Tücher nehmen und das so ein bisschen abtrocknen. Gut, dass das auf ganz wichtige Dokumente getropft ist, hervorragend. Leider ist das jetzt auch schon leer, toll. So funktioniert das hier, hervorragend. Das ist ja wie bei Professor Hastig aus der Sesamstraße. Nein, keine Ahnung, wir werden das jetzt mal antesten. Man soll das nicht rühren müssen. Ja, da dass das so überkocht, hätte ich aber jetzt nicht gedacht. Also das hieß es auch eigentlich nicht. Lightly sparkling, also da ist ganz wenig Kohlensäure drin und trotzdem habe ich es geschafft, dass es überkocht. Ja. Es riecht nach Kardamom und Chili, ist schon nicht so lecker, wie man denken mag, aber ich hoffe trotzdem, dass es gut schmeckt. Ich habe jetzt knapp über die Hälfte von dem Zeug da drin. Mal sehen. Schmeckt gar nicht schlecht, wir machen einfach mal den Rest rein. Na, jetzt haben wir da die volle Dröhnung drin. Ja, normalerweise gibt es das in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und da gibt es dann auch noch Sachen, wo halt nicht jetzt nur Kardamom und Chili drin ist, sondern auch ganz viel Zucker. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch Zucker drin ist. Ne, aber wenn ihr so eine gezuckerte Variante habt, dann bestimmt ihr damit auch den Zuckergehalt. Das ist ziemlich interessant, weil ihr könntet zum Beispiel das Wasser auch kaufen und dann nur ein Tröpfchen reinmachen oder zwei und dann ist das eben nicht so süß. Das Wasser kostet aber, das ist ja aus der Degusta-Box, 4 Euro. 4 Euro. 4, so. Ja, und wenn ihr da jetzt nur Wasser habt, wo ihr nur einmal drauf drückt und so einen Tropfen nur reinmacht, dann ist das ja Quatsch. Dann sind 4 Euro ja viel zu teuer für so ein Wässerchen. Ich guck mal, ob mir das jetzt immer noch schmeckt, wo ich die volle Dröhnung drin hab. Schmeckt jetzt ein bisschen intensiver. Nicht schlecht. Geschmacklich gefällt es mir ganz gut. Aber ich werde jetzt trotzdem direkt zurückgeben an den Zukunfts-Mike, der euch dann vielleicht noch ein bisschen was dazu sagt, weil ich muss das Wasser hier wegmachen, sonst geht mir der Tisch kaputt. Leute,
Mike redet gleich wieder, keine Sorge. Obwohl, das ist ja der Mike. Oder der Mike, oder da. Mal gucken. Also, ich gehe mir mal die Hände waschen in Unschuld und ja, let's taste. Mit lustiger Einlage. Sehr schön. Alles im Eimer. Ja, das war eine interessante Sache. Gut gemacht. Vergangenheits-Mike. Ja, Kinotipp. Der Kinotipp ist ein Film, den ich wieder mal noch nicht gesehen habe. Aber es hat einen Film, den ich gerne sehen will. Deswegen empfehle ich euch das. Das ist oftmals so, ich empfehle euch Filme, die jetzt demnächst dann anlaufen oder gerade jetzt angelaufen sind, die ich gerne sehen möchte. Und in diesem Fall ist es tatsächlich Rambo Last Blood. Mit Rambo bin ich groß geworden. Einer der ersten VHS-Filme, den ich nicht hätte sehen dürfen, weil ich noch zu jung dafür war, war Rambo der Auftrag. Ja, so alt bin ich schon. Ja, das war damals der zweite Rambo-Film und das hat einen doch durchaus geprägt. Und Rambo hat mich über die Jahrzehnte immer wieder begleitet. Ich gucke die Filme immer gerne wieder mal. Na, und Rambo kam ja dann mit John Rambo zurück und jetzt gibt's Rambo Last Blood. Und ich glaube, Sylvester Stallone, der haut nochmal ordentlich einen raus. Also das könnte ein ziemlich cooler Film werden. Ich freue mich drauf und dementsprechend kann ich euch das nur empfehlen. Läuft am 19. September an oder lief am 19. September an. Das könnte jetzt schon die Vergangenheitsform sein. Ja, ist es auch mit Sicherheit. Dementsprechend könnt ihr jetzt schon direkt ins Kino stapfen und euch Rambo Last Blood angucken. Warum heißt er Last Blood? Der erste hieß im Original First Blood. Das war auch eigentlich der Titel. Der hieß nicht Rambo First Blood, sondern der erste Film hieß in den USA First Blood. Rambo kam erst als Titel dazu, als Rambo 2 kam. Manchmal ist das so. Na, hätte man auch wahrscheinlich nicht gedacht, dass es da mehrere Teile zu gibt. Aber ist so. Na, basiert ja auch auf einem Buch. Der erste zumindest. Und aus der Figur ist schon ein bisschen was anderes geworden im Laufe der Zeit. Aber Stallone ist wie Rocky. Das gehört einfach zusammen. Sehr cool. Ich freue mich drauf. Ich will unbedingt sehen den Film. Na, so gute klassische Actionfilme sind sowieso schwer zu bekommen inzwischen. Dementsprechend macht das immer Spaß, wenn dann sowas mal wieder rauskommt. Ich hoffe, der ist dann auch so wie die klassischen 80er-Filme. Mein Streaming-Tipp ist ein Film auf Netflix und ist, glaube ich, ein schwedischer Film, der heißt Ich sehe, ich sehe. So, und worum geht's? Es geht um eine kleine Familie mit einer Mutter und zwei Kindern. Die Mutter hat sich gerade im Gesicht operieren lassen. Die Kinder sind an sich relativ brav, aber die Mutter ignoriert ein Kind die ganze Zeit über. Redet nicht mit dem und ignoriert das Kind einfach komplett. Und die Jungs... Was habe ich denn hier schon wieder für eine Fruchtfliege? Die Jungs, die wohnt hier. Die Jungs haben irgendwie das Gefühl, dass irgendwas mit der Mutter nicht stimmt. Und das wird immer abgedrehter und abgedrehter und abgedrehter. Und der Film ist ein ruhiger Film eigentlich. Aber es ist ein guter Film, es ist gar kein schwedischer Film, es ist ein österreichischer Film. Genau so war das, österreichisch. Deswegen muss man dann auch ein bisschen aufpassen, ne? Dass man das gut findet, was sie so sagen. Das ist, klingt halt alles ein bisschen anders. Ne? Die Betonung ist ein wenig anders. Entschuldigung, wahrscheinlich total schlecht. Jeder Österreicher sagt jetzt, oh, wie schlecht war das denn? Aber darum geht es gar nicht, sondern nur so ein bisschen, ihr wisst Bescheid. Ja, und dementsprechend ist das ist ein cooler Film. Kann ich nur empfehlen. Also guckt ihn euch an, ihr werdet mit Sicherheit euren Spaß dran haben und wenn er zu Ende ist, werdet ihr sagen, boah, krass. So. Kommen wir weiter. Was machen wir als nächstes? Der Serientipp. Und da wollte ich euch erst Der dunkle Kristall empfehlen. Aber da muss ich sagen, mit Dunkle Kristall, obwohl ich den Film von damals geliebt habe, bin ich nicht wirklich warm geworden, sondern die Serie ist ganz cool, die ist super gemacht von der Machart her, aber tonal ist das nicht so ganz mein Fall. Aus irgendeinem Grund sind da so Schnodderwitze drin, die so für Kinder gedacht sind, ne? Aber dann passieren da so Sachen, die, ich sag nur, unendliche Geschichte mit Artax, so dramatische Dinge, die für junge Menschen schwer zu verkraften sind und auch sehr scary mit den Skeksen und so. Die Serie weiß nicht, für wen sie gemacht ist, glaube ich. Und das macht es ein bisschen merkwürdig. Also, und man wird da auch so direkt reingeworfen. Du wirst in eine Geschichte geworfen, wo du am Anfang erstmal überlegst, was sind das alles für Leute? Wer sind die? Ich meine, klar, man weiß, das eine sind hier die Halflinge oder wie sie heißen da und die anderen sind halt die Skekse und so, aber bis man dann so richtig in der Story drin ist, sind so 2-3 Folgen vergangen und irgendwie hat es mich nicht gereizt, das Ganze jetzt so durchzubingen. Obwohl sie toll gemacht ist, die Serie. Also von der Machart her, die visuellen Dinge, alles, was du optisch auf dem Bildschirm siehst, ist großartig. Dementsprechend, aber es ist mir eine Serie untergekommen, die mir noch besser gefällt. Deswegen empfehle ich euch nicht The Dark Crystal, die ihr euch trotzdem angucken könnt, sondern ich empfehle euch Marianne. Eine französische Horrorserie und diese Serie macht alles richtig, was man richtig machen kann.
mag vielleicht dran liegen, dass das französisch ist, dass die wissen, wie es geht und dass die das auch nicht über dem Maße machen. Die Serie ist einfach richtig, richtig scary. Also würde so von der Art her ins Conjuring-Universum passen oder Insidious, aber tatsächlich besser gemacht als diese Dinge. Ja? Sehr, sehr creepy, sehr, sehr scary, blutig auch teils, also abgefahrener Wahnsinn, sag ich mal. Also guckt euch das nicht abends alleine im Dunkeln an, weil dann könnt ihr nachts nicht mehr pennen. Ja, das ist richtig scary, scary stuff. Also ich finde die Serie fantastisch. Marianne läuft auf Netflix jetzt gerade, könnt ihr euch angucken. Macht ihr nichts falsch, wenn ihr euch das anguckt. Also wenn ihr auf Horror steht und gerade auf so Filme wie Conjuring, Insidious, Annabelle etc. etc., dann seid ihr da auf jeden Fall richtig bedient. Richtig, richtig krasser Scheiß. Unbedingt angucken. Marianne. Ist gerade neu, ist noch nicht lange her. Ein paar Tage ist die erst draußen. So, kommen wir zum Don't Watch. Und den Namen habe ich gerade schon gesagt. Ich habe mir Annabelle 3 angeguckt und ich muss sagen, boah, was für ein langweiliger Film. Das kann nicht viel. Ich habe zur gleichen Zeit auch den Lornas Fluch gesehen und den fand ich wiederum geil, obwohl der auch fast nur Jumpscares hat, aber die sind gut platziert. Und der Film hat insgesamt eine gute Handlungskurve. Das Ganze kommt recht gut rüber und gipfelt halt auch in einer spannenden Sequenz und, na, wie gesagt, viele kleine Jumpscares. Das Ganze ist durchaus gut gemacht und deswegen Lornas Fluch fand ich geil. Und dann habe ich Annabelle 3 geguckt und oh, was für ein langweiliger Film. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendwas passiert, wenn ich so zurück überlege. Nichts aus diesem Film ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, außer dass ich den total langweilig fand. Jumpscares gab es da auch, aber die waren blöd und vorhersehbar und das Ganze war einfach nur bläh. Also wenn ihr einen Film sehen wollt, der da muss ich gleich husten, ist, dann guckt euch Annabelle 3 an. Annabelle 1 war okay, Annabelle 2 war eigentlich ganz cool und Annabelle 3 ist Murks. Braucht ihr nicht gucken, ist Schrott. Na, was schade ist, weil die Vera Farmiga und der Patrick Wilson spielen ja wieder mit. Und es ist schade, dass die beiden dann in so einem Kackfilm dabei sind. Weil, wie gesagt, die anderen waren toll. Na, oder zumindest der zweite war ziemlich gut. Ich glaube, das war der zweite, der ziemlich gut war. Aber jetzt so beim dritten haben sie es verkackt. Also mir hat der gar nicht gefallen und müsst ihr nicht. Da guckt euch lieber Marianne an, was ich vorhin auf Netflix. Da habt ihr sehr viel mehr Spaß dran. Oder Le Ornas oder La Ornas Fluch oder wie er heißt. Der ist auch richtig cool. Gehört auch dazu. Also Annabelle und La Orna, das spielt alles so in diesem Conjuring-Universum. Entsprechend kann man sich das gut angucken. Convention News, nächstes Thema. Berlin steht jetzt an. Wenn ihr das jetzt hier schaut, dann ist das schon sehr nah dran. Oder vielleicht war es sogar schon, je nachdem wann ihr das schaut. Warum schaut ihr das Video 3 Wochen zu spät? Naja, was? Demnächst bin ich in Berlin. Jawohl, Comic-Con in Berlin mit den Retro-Helden. Ja, ich gehe davon aus, dass Olli und Marc mit dabei sind. Da werden wir gemeinsam die Bude da unsicher machen. Und ich freue mich tierisch drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Und wenn ihr mich treffen wollt, ihr könnt mich dann am Samstag auf der Comic-Con in Berlin treffen. Da werden wir anwesend sein. Ja, und den Comic-Toy-Hunter und den Olli könnt ihr natürlich auch treffen. Ja, wie immer, wenn ihr mich seht, einfach mal Hallo sagen. Ich freue mich drüber. Da geht alles. Foto machen. Ja, bring auch ein paar Postkarten mit, die ich euch dann in die Hand drücken kann. Also ist für alles gesorgt. Ja, also ich freue mich. Kommt nach Berlin. Haben wir Bock drauf. Und ich freue mich sowieso auf den Tag. Es wird richtig toll. Es ist also ziemlich die erste Convention dieses Jahr, die ich besuchen werde. Das ist schon irre. Irre. Irre ist das. Kommen wir zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe jetzt ein neues Ding hier im Vlog, wo ich Fragen beantworte, die ihr mir stellt. Das heißt also, wenn ihr Fragen an mich habt, dann bitte in die Kommentare. Na, ich brauche auch Futter für die nächsten Wochen, dass ich dann im nächsten Vlog wieder Fragen beantworten kann. Also unbedingt Fragen stellen, na, sonst stirbt dieser Part in dem Video bald wieder, wenn ihr keine Fragen stellt. Aber wir haben Fragen. Ich habe Fragen von Marc. Sammelst du He-Man oder und Star Wars Figuren aus den 80ern? Nein, tatsächlich nicht mehr. Meine He-Man Figuren, die habe ich alle an Chris verkauft, die ich noch über hatte. Die anderen habe ich ein paar Jahre vorher an einen anderen Bekannten verkauft. Ich besitze noch einen Orko und zweimal Webster. Webster ist so mit meiner Lieblingsfigur neben dem Horde Trooper und Hordak und Skeletor natürlich. Und ach ich Gott, ich mag sie alle so gern. Ich habe noch zweimal Webster. Das war immer eine meiner Lieblingsfiguren und dann habe ich hier zweimal da. Einmal hat Chris mir eingeschenkt und einen habe ich noch
direkt aus meiner Jugendzeit. Der hat es noch überlebt, den habe ich auch nicht weggegeben, den habe ich behalten, weil es halt einfach einer meiner Lieblinge war. Dieser Spinnenkollege, richtig cool. Und ich mochte das Gimmick mit dem Enterhaken, das finde ich irgendwie super. Star Wars Figuren von damals habe ich gar keine mehr. Ich habe noch ein paar von den späteren. Ich habe tatsächlich die Figurenreihe gesammelt, die in den 90ern wieder rauskam. Na, die Power of the Force Dinger mit orangenem und grünem Titelbild und was da nicht alles war. Da habe ich irgendwie jahrelang an meiner Kinderzimmerwand Figuren gehabt. Die habe ich irgendwann aber alle verkauft auf dem Schlag. Da hat sich auch jemand sehr drüber gefreut. Ja. Magst du Rap aus den 80ern, 90ern? Ach, schwierig. Rap ist überhaupt nicht so ganz mein Ding. Sagen wir es mal so, so Sachen wie Run DMC oder sowas oder Ice-T. Immer nur dann, wenn sie mit irgendwelchen anderen Bands zusammenspielen. Also Run DMC zusammen mit Aerosmith, großartig. Beastie Boys kann man auch machen, aber die haben auch immer noch irgendwie ein bisschen Fetz drin. Und ja, was kann man noch sagen? Ice-T halt als Buddy Count. Da mag ich das sehr, sehr gerne, ne, weil immer Gitarre mit dabei ist. Elektrische Gitarre ist da relevant. Ansonsten bin ich da kein großer Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wüsste ich nicht. Nö, Rap, so gar nicht meins. Nee, eigentlich nicht. Nö. Marc fragt außerdem, magst du Filme aus den 80ern wie Labyrinth, Big Trouble? Ja, natürlich. Ich liebe Filme aus den 80ern. Das solltest du eigentlich wissen, wenn du meinem Kanal schon, oder wenn du dem Kanal schon ein bisschen länger folgst, weil ich ja eigentlich immer wieder erwähne, was ich toll finde. Und dass es ja auch meine Top 10 Video gibt aus den 80ern. Ich habe da so eine Flimmerkiste-Reihe auf dem Kanal, die ich eigentlich mal fortsetzen sollte. Verdammt. Und da sind ganz viele Sachen, wo ich euch die meine Lieblingssachen aus den 80er Jahren auch vorstelle. Und ich liebe unter anderem Flash Gordon aus 1980. Ich liebe Das Ding von John Carpenter, überhaupt alle John Carpenter Filme liebe ich abgöttisch. 80er Jahre Filme, alles was Actionfilme aus den 80ern sind, liebe ich. Also die 80er sind das prägende Jahrzehnt, wenn es um Filme geht. Auch deutsche Filme, die ganzen Didi-Komödien und so weiter. Also ich bin ein riesen Fan. Labyrinth, Big Trouble in Little China, das ist auf jeden Fall alles mein Favorite. Ich liebe sowas. Das ist richtig toll. Filme aus den 80ern, ich glaube in dem Jahrzehnt, da ging das langsam los mit immer mehr Special Effects. Die Leute haben es richtig rauf gehabt, wie man praktische Effekte macht. Das war noch bevor es diese ganzen computergenerierten Sachen gab. Filme wurden auch mal, durften auch mal hart und böse und fies sein. Ja, und das ist, fehlt heutzutage. Also ich glaube, heutzutage haben die Leute einfach keine guten Ideen mehr für Drehbücher. Das ist alles in den 80er Jahren verbraten worden. Und da sind halt auch Filme gedreht worden, die einfach super simpel teilweise sind. Ohne wirklich ausgefeiltes Drehbuch, sondern wirklich nur eine ganz einfache Geschichte. Und es durfte damals verfilmt werden. Wir hatten unsere Helden. Wir hatten die Lethal Weapon Helden, Mel Gibson und Danny Glover. Wir hatten, wie gesagt, den Sylvester Stallone. Wir hatten Arnold Schwarzenegger. Wir haben sie doch alle da gehabt in dem Jahrzehnt. Und ich glaube, besser sind die Filme nie geworden. Also das endete tatsächlich so, der letzte Film der 80er, der eigentlich ein Film aus den 90er waren, war glaube ich Predator, ne? Das ist so, ja, es gab so ein paar Filme, die dann so noch wirkten, als wären sie aus den 80ern. Last Boy Scout ist glaube ich auch einer von diesen Filmen. Ja, also auch Bruce Willis, Die Hard und so weiter. Ich bin ein riesen Fan von Filmen aus den 80ern. Das ist das prägende und beste Jahrzehnt für Filme und auch für Musik. Ja. Jetzt habe ich aber eine Aussage getätigt. Aber tut mir leid, es ist einfach so. Es gibt heutzutage nicht Filme, es gibt keine Filme mehr, die noch besser sind und die man immer wieder gucken kann, als die Filme aus den 80er Jahren. Ist ein Statement, aber ich stehe da absolut hinter. Ne? Bevor ich mir irgendeinen neuen Film von dem ganzen Quatsch da angucke, den es da so gibt, gucke ich mir lieber 10-mal irgendeinen Film aus den 80ern an. Ist einfach so. Und mach das auch mal. Schaut immer die Filme aus den 80ern an. Die sind nämlich richtig, richtig gut gemacht. Da merkst du noch die Liebe dahinter. Da ist noch richtig handwerklich was dabei. Ne? Und das klingt doch alles viel besser, weil die Leute viel mehr Zeit für Synchronisation hatten und. Also es ist einfach, ne? Die 80er sind einfach das Jahrzehnt. Ich sag's euch. Ne? Jeder oder viele Filme aus den 80ern sind einfach großartig und auch heute immer noch gut. Und das ist nämlich das, was das Ganze unterscheidet. Die Filme sind auch heute immer noch großartig. Gut, aber bevor ich jetzt hier stundenlang darüber rede, beantworte ich über die nächste Frage. Hast du ein NES oder Super NES? Ich habe kein NES. Das ist auch eine Konsole, die mir nie so großartig gefallen hat. Aber ich habe natürlich ein Super Nintendo. Jawohl. Und zwar nicht das Neue da, dieses komische, habe ich natürlich auch. Aber ich habe auch tatsächlich noch ein richtiges Super Nintendo mit verschiedenen Spielen von damals. Ich habe auch noch ganz viele andere Konsolen. Ich habe noch einen Nintendo 64 hier rumstehen. Ich habe einen GameCube hier rumstehen. Ich habe eine alte Xbox hier rumstehen. Ich habe eine PlayStation 2 hier rumstehen. Keine Ahnung, was ich da noch alles so rumstehen habe. Eine Dreamcast von Sega habe ich hier auch noch rumstehen.
Es ist alles im Karton. Ich spiele die Sachen momentan. Ich habe auch noch so einen ganz kleinen alten Fernseher, der das vielleicht könnte und ich weiß gar nicht, ob der noch läuft. Das ist aber einfach so, ja, andere Zeiten. Ne? Heutzutage, ich habe kaum Zeit zum Spielen leider. Wobei mir so alte Spiele dann doch tatsächlich lieber sind. Ne? Und gerade so die 8- und 16-Bit-Zeiten sind natürlich toll. Und das ist halt auch alles prägend. Ne? Dieses Jahrzehnt war einfach prägend. Auch für Mario, Super Mario Kart damals, das erste. Ne, Anfang der 90er alles, das war schon schön. Also, ne, und alles, was vorher kam. Vorher war ich eher so Master System und so. Und Atari. Und schon Computer, C64 und so. Gut, machen wir weiter. Der Phil fragt, und das passt gut zu dem anderen Thema, wie stehst du zu Trash-Filmen? Das kommt ganz drauf an. Also die meisten neuen Sci-Fi-Produktionen, das ist alles Müll. Da kann man auch nicht so wirklich viel Spaß dran haben. Da muss man schon Glück haben, dass es da eine Perle gibt, weil manchmal gibt es so Perlen. Ne? Ich hatte letztens gehofft, dass ich eine Perle erwischt habe, die habe ich sogar, glaube ich, empfohlen, weil ich den Film zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. Das war It Came From The Desert. Schade drum, leider war der Film dann doch nicht so gut, wie ich mir das gewünscht hatte, weil das Spiel damals auf dem Amiga war toll. Und generell sind Trash-Filme immer so eine Sache. Was ist denn jetzt genau Trash? Also sowas wie Sharknado. Ne? Da war der erste Film unterhaltsam und wusste nicht, dass er Trash ist. Aber dann, oder wusste vielleicht schon, aber erst im zweiten, dritten Teil haben die das so richtig auf die Spitze getrieben und dann wurde es langsam wieder schlecht. Das darf man nicht überspannen, den Bogen. Ne? Trash-Filme, keine Ahnung. Bei Trash fällt mir sofort Roger Corman ein. Und der hat natürlich im Laufe der Zeit einige ganz interessante Titel gemacht. Trash-Filme, die billig produziert sind, können richtig, richtig gut sein. Gucken wir, sagen wir mal, der erste Evil Dead. Das war ja im Prinzip auch ein Trash-Film, der für wenig Geld produziert wurde. Na, die Troma-Filme, da ist ein ganzes Studio aufgebaut worden auf Trash-Filmen. Und Sergeant Kabuki-Man halte ich für einen fantastischen Film, obwohl das eigentlich Trash ist. Na, ganz, ganz viele Horrorfilme sind als Trash-Filme zu bezeichnen. Also ich mag sowas schon. Nur tatsächlich heutzutage diese Spoof-Filme, nicht Spoof-Filme, diese, also sagen wir, es kommt ein Film in die Kinos, Jurassic World. So, dann gibt es natürlich einen Sci-Fi-Film dazu und einen Asylum-Film und in den meisten Filmen ist das Müll. Ne? Oder hier das Ende der Welt hier und dann kommt wieder so ein Film, der dann einen ähnlichen Titel hat, aber einfach nicht, wo du nur die Schauspieler siehst die ganze Zeit, wo im ganzen Film über nichts passiert. Und das ist halt einfach im Prinzip, und die Schauspieler sind auch nicht mal besonders gut, es ist nicht gut synchronisiert. Das mache ich dann nicht unbedingt. Das kann man mal haben, aber da muss man auch riffen. Das heißt, du brauchst zwei, drei Leute, ne, und sitzt dann da schön mit Popcorn am Fernseher und machst dich über den Film lustig. Ne? Dann ist das in Ordnung, dann ist das cool, dann macht das auch Spaß. Ansonsten ist das eher, weiß ich nicht, also neue Trash-Filme nicht so, alte Trash-Filme können wir immer gerne mal. Flash Gordon ist einer meiner Lieblingsfilme, ist ein riesengroßer Trash-Film, eindeutig. Kann man gar nicht anders sagen. Ne, dementsprechend, also Trash-Filme auch manchmal ganz gerne. Nicht immer, aber manchmal. Der Frank fragt, ob ich schon immer in der Stadt wohne, in der ich aktuell lebe. Ja, ich lebe schon immer hier. Ist so. Und ich lebe hier und ich werde hier wahrscheinlich irgendwann auch sterben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht zieht es mich nochmal irgendwo anders hin, aber aktuell sieht es hier nicht so aus. Dementsprechend, ich lebe gerne hier. Ich mag diese Stadt. Eigentlich finde ich es furchtbar hier. Aber das hat alles auch schöne Seiten. Und ich bin jemand, der sich ungern verpflanzen lässt. Keine Ahnung, ich bin hier schon mit der Stadt irgendwie verbunden, so gefühlt. Ich mag das. Ja, der Norden lebt. Wie viele Loot-Shirts hast du und hast du schon alle mal getragen? Ich habe weit über 400 Unboxings, das heißt, ich müsste weit über 400 T-Shirts haben. Nein, ich habe sie nicht alle getragen, weil manche T-Shirts so blöd waren, dass ich sie nicht anziehen wollte. Dementsprechend habe ich sie nicht alle getragen. Viele sind direkt in die Kisten gelandet, also in Kartons, die stehen dann irgendwo rum. Na, die passen dann teilweise auch nicht. Manche sind zu klein, manche sind zu groß. Na, zum Beispiel Wootbox-T-Shirt brauche ich gar nicht erst anprobieren. Die sind generell zu klein, weil da geht es nur bis 2XL. Dementsprechend habe ich nicht alle T-Shirts angezogen und probiert. Viele gehen auch direkt an andere Leute wieder weiter. Das heißt, die ziehe ich natürlich nicht an. Na, soll ja keiner getragene T-Shirts von mir bekommen. Also nein, ich habe nicht alle T-Shirts getragen, aber ich habe weit über 400 davon. Das ist schon hart. Ich kann ein ganzes Jahr lang brauche ich nicht waschen. Ich kann jeden Tag ein anderes T-Shirt anziehen, gar kein Problem. Na, trotzdem erwischt ihr mich hier, wie ich zweimal in verschiedenen Videos dasselbe T-Shirt anhabe. Aber es liegt daran, dass ich es am selben Tag direkt hintereinander drehe. Na, dafür habe ich eine andere Kappe auf. Also, na, davon habe ich aber auch nicht so viele. Momentan habe ich drei verschiedene Cappies, die ich unterschiedlich aufsetze. Leider das Yps-Cappy nicht mehr. Ich habe die Firma mal angeschrieben, die mir das damals besorgt hat. Und der
Da kriege ich keine Antwort. Die Antworten. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Vielleicht sind die auch schon vom Markt verschwunden oder machen keine Yps-Sachen mehr. Ich kriege auf jeden Fall keine neue Cappy von Yps, was sehr, sehr schade ist. Kann man nichts machen. Hätte ich gerne tatsächlich wieder. Also eine Yps-Cappy hätte ich gerne wieder. Aber also ich schweife wieder ab. Das ist schon wieder ein anderes Thema. Frank fragt außerdem, was waren deine Lieblingsfiguren als Kind? Meine ersten Figuren damals waren Figuren zu Flash Gordon. Und zwar zur Zeitreserie von Flash Gordon. Ich hatte einen Flash, ich hatte einen Ming, ich hatte einen Dr. Zarkov und irgendwie so einen Affenmann. Und die habe ich sehr geliebt. Das waren so meine ersten Figuren mit. Und unter anderem gab es auch so Voltron-ähnliche Roboter, so kleine. Die waren komplett aus Metall, mit so Plast, also was heißt komplett? Die hatten einen Metallkörper und so Plastikkopf und Arme, glaube ich. Die waren so ganz kleine auch. Das waren so die ersten Actionfiguren. Ich hatte die, da habe ich sehr tolle Erinnerungen dran. Dann hatte ich natürlich so vereinzelt Star Wars Figuren damals von den klassischen Figuren und Mask habe ich sehr geliebt. Aber die Reihe, die prägend einfach war für mein Leben, war Blackstar. Nein, auch Blackstar hatte ich ein paar Figuren. Guckt euch einfach das Unboxing an. Quatsch, das Unboxing. Guckt euch einfach das Kellervideo, das Dachbodenvideo bei mir auf dem Kanal an. Das Comic Hunter, Quatsch, das Toy Hunter, verdammt nochmal, das Toy Hunter Video auf meinem Kanal. Wenn ihr euch das anguckt, da seht ihr so, was ich so an Figuren hatte. Und ich habe Asterix-Figuren gehabt, so, die ich zum Beispiel sehr, sehr toll fand. Aber meine Lieblingsfiguren, ja, was reden wir lange um den heißen Brei rum? Ja, ich hatte auch tolle Transformers und viele, viele andere tolle Figuren, aber meine Lieblingsfiguren waren eindeutig die Masters-Figuren. Masters of the Universe, das war einfach das Ding. Ich war auch genau im richtigen Alter zu der Zeit. Schon alt genug, dass ich da auch wirklich was mit anfangen konnte. Deswegen, also die Masters of the Universe Figuren aus den 80er Jahren, das waren die prägenden Figuren meines Lebens. Und das möchte ich auch nicht missen, die Zeit. Das war richtig, richtig toll. Das ziehe ich auch allen anderen Figuren vor. Weil das sind Figuren in der richtigen Größe, die ein bisschen zum Anfassen was sind, nicht so klein und winzig. Und da habe ich so viel Spaß mit gehabt, mit diesen Figuren zu spielen. Also Masters of the Universe, das ist das Zeug. Das sind die Figuren. Richtig, richtig toll. Also liebe ich sehr und auch heute noch. Also wenn ich die sehe, dann geht mir das Herz auf. Immer. Ja. Ich muss sie nicht sammeln, aber mir geht das Herz auf. Und Masters ist ja sowieso ein groß wichtiger Teil in meinem Leben. Immer noch. Ja, wird auch immer so bleiben. So. Und jetzt kommen wir schon zum Schluss, zum letzten Thema, Social Media Stuff. Ich habe es schon zweimal in den Vlogs gesagt, es passiert aber leider nicht. Ich wollte ein Giveaway machen bei 1000 Abonnenten auf Instagram. Irgendwie schaffe ich es nicht. Ich kriege die 1000 nicht voll. Dementsprechend wird es eine Weile dauern. Ich mache aber nochmal den Aufruf, wenn ihr mir bei Instagram folgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Sollte ich irgendwann in den nächsten 100 Jahren die 1000 erreichen, dann werde ich natürlich ein Giveaway machen. Ganz klar, auf Instagram. Gibt es da was zu gewinnen? Irgendwann ein Pop. Ja, oder irgendwas anderes. Mal gucken, vielleicht finde ich noch was anderes Schönes. Aber gibt es dann zu gewinnen? Also wenn ihr Bock habt. Ne? Gut, das war's von mir. Ich bin raus für heute. Es war wieder ein wunderschöner Vlog. Er wird furchtbar lang sein, würde ich mal wetten, weil ich habe wieder sehr viel geschwafelt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dabei. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.